Landwirt live dabei. Zwei Tage lang drehte sich in Tirol alles um das Braunvieh. Zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland konnten sich im Agrarzentrum West in Imst von der hohen Qualität der Tiroler Braunviehzucht überzeugen. Bei der Landesschau 2017 präsentierten 193 Betriebe die schönsten und leistungsstärksten Vertreter dieser einzigartigen Rasse. Also das Tiroler Braunvieh, aber man muss sagen, generell das europäische Braunvieh steht ganz klar für Nutzungsdauer und Lebensleistung. Im Durchschnitt haben wir den höchsten Anteil an 100.000 Liter Kühen im Rassenvergleich. Und im Durchschnitt haben wir natürlich auch den höchsten Anteil an Dauerleistungskühen. Anlässlich des 110-jährigen Bestehens des Tiroler Braunviehzuchtverbandes meldeten sich 213 Betriebe mit ca. 800 Rindern zur Landesschau. Davon wurden nach einer umfangreichen Auswahltour die besten 380 Tiere zur Schau eingeladen. Dabei sein ist alles. Also, was man macht, ist ja eigentlich egal. Von 800 ausgewählt werden, ist eigentlich schon gut, wenn man dabei ist. Eine Braunviehschau dabei zu sein, das bedeutet für den Betrieb eine große Aufwertung, ist gleichzeitig eine Werbung. Und wenn man Tiere verkaufen will, dann hat man da einen Namen und wenn man was erreicht, dann ist man stolz drauf. Besser ist, ja, man muss einfach schauen, dass man eine gute Zucht hat. Sonst kommt man eigentlich in so einer Ausstellung auch nicht her. Das robuste Braunvieh ist vor allem durch seine Widerstandsfähigkeit und harten Klauen an die besonderen Anforderungen der Tiroler Landschaft bestens angepasst. Darüber hinaus überzeugt das Braunvieh mit einer hervorragenden Grundfutterverwertung und sehr guten Melkeigenschaften. Vor allem aber auch im Abkalbeverhalten hervorragend und vor allem auch im Umgang, was glaube ich immer zunehmend mehr ein Thema wird in größeren Betrieben. Das Handling mit den Tieren, die ruhige Art, die Ausstrahlung und der Umgang, das sind glaube ich die Vorzüge vom Braunvieh. Im Ring geht es freilich in erster Linie um das Euter. Für mich wichtig ist auch der Körperbau. Also ich habe gerne ein bisschen starke Tiere, nicht so schmal in der Vorhand, weil natürlich auch Milchkühe, die brauchen viel Platz fürs Herz, die muss ja sehr viel Blut zirkulieren. Deswegen hat man auch Kühe, die ein bisschen Kapazität haben und ein bisschen breit vorne in der Brust sein. Und da hat man auch gemerkt, dass das Kühe sein, die meistens ein bisschen langlebiger sein. Damit sich das Braunvieh vor dem Richter und dem Publikum perfekt präsentiert, bedarf es einer wochenlangen Vorbereitung. Papa sucht aus, was man nimmt und ja, nachher trainiert man und... Du musst eine gute Fütterung machen, du musst Bewegung, du musst mit ihnen einfach gehen, auf alle Tiere gehen, das ist einfach brutal wichtig. Was macht man noch kurz bevor es in den Ring geht? Man muss ein bisschen mit ihr reden und ja, ein bisschen fein sein mit ihr, dass so fein ist mit ihr im Ring und ja. Einfach die Tiere beruhigen, weil sie sind nervös und wenn da einmal eine ein bisschen spinnt, nachher muss man sie natürlich ein bisschen gut heben und einfach ein bisschen beruhigen. Dass auch der Nachwuchs den Umgang mit den Tieren beherrscht, zeigten die Bambinis. Stolz marschierten sie durch den Ring und standen den Großen um nichts nach. Ein weiteres Highlight war sicherlich die Versteigerung. 8 hochwertige Braunviehzuchttiere kamen unter den sprichwörtlichen Hammer. Das höchste Gebot von 10.000 Euro netto wurde für die Kuh Wanda abgegeben und unterstrich nochmals das hohe Niveau der Tiroler Braunviehzucht. Ja, die Qualität war einfach überwältigend, das muss ich ganz klar sagen. Also die enge Spitze, wenn man sie da heute vorgefunden hat, da wird es wenig Schaden geben, wo das vorkommt. Ich glaube schon, dass wir hier in gewisser Weise in der Champions League, in der Viehwirtschaft mitmischen mit der Braunviehpopulation in Tirol.